Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS 17 Nordfriesische Marsch Vierfach Map Version 1.3 ohne Gräben. Wir sind dabei und haben die Ernte begonnen. Wir sind hier am Dreschen und ja, auf Feld 2. Wir haben neue Schneidwerke gekauft mit eingebauten Transportwagen sozusagen. Ja. Weil es einfach praktischer ist. Ich habe nicht immer überall diesen blöden Transportanhänger stehen. Aber es ist einfach mal stumpf eingebaut. Ich muss mal eben hier die Einstellung Start bei Prozent. Abfahren bei 85% und fertig. Ja, fährt er jetzt die ganze Zeit nebenher oder wie? Na dann. Wieso drescht denn der Drescher nicht? Moment mal. Grassamen? Hallo? Komm mal klar. Abfahrer entlassen. Grassamen? Sagen, ich möchte hier bitte ausladen. Was soll ich denn mit Grassamen, bitteschön? Und wo hat er bitteschön nicht mehr... Tja, unfassbar. Ja, auf einmal Grassamen. Weil er da drüben dann irgendwie was aufgegriffen hat oder was? Ja, gar nicht. Ja, nächster Drescher. Schneidwerk verkaufen. Mann, ey. Den so dämlich da reingestellt. Ich wahrscheinlich, ne? Oh,
Oh Mann, ey. So, warum hat der Klaas Axion durchdrehende Reifen? So, wieder gegen den Baum gefahren. Wie immer. Nicht in eine Palette rum mit Paletten. Ein Stapel leer Paletten liegt hier rum. Das ist unfassbar. Ja. Ich kümmere mich ja gleich. Wurde repariert. Kaufen. Verkaufen. So. Was hat er jetzt? Steht er? Ja. Enter Drescher, das ist doch gut. Auch wenn der Drescher nur zu 18% Weizen im Moment hat. So, ne. Der ist voll, der hat 100% Weizen, alles klar. Naja, deshalb. Deshalb steht er, alles klar. So, abladen. Läuft doch. Aber im Moment nichts. Nichts gegen Saar. Der läuft. Den müssen wir jetzt mal hier ein Schneidwerk geben. Den müssen wir mal. Können wir auf Feld 8, 9 und 12 ein? Ja, haben wir. Auch wenn vielleicht heute nicht mehr. Fahre ich jetzt mal hinter den Drescher, damit ich sie dann im Cosplay-Verband da hochschicken kann. Wenn ihr versteht, was ich meine. Nicht im Cosplay, im Follow-Me-Verband da hochschicken, ja?
Auf geht's. Auf geht's. Aber vielleicht heute nicht mehr mit der Ernte da oben anfangen, aber wir bringen schon mal die Fahrzeuge hin. Wobei, Feld 8 sind wir ja schon. Ist ja gar nicht. Gar nicht wirklich weit. Ich habe leider keine Ahnung, wie der Shortcut ist, damit ich ihm hier hinten sagen kann, sollte mir nicht mehr folgen. Ich weiß wohl, dass ich hier einsteigen kann. F. Dann folgt er nicht mehr. Aber mehr weiß ich jetzt auch gerade nicht darüber. Denn sonst irgendwie ein Shortcut dafür ist. Ablage ist an, sehr schön. Und jetzt wollen wir mal berechnen, weil Feld 8 haben wir noch nicht. Feld 8 haben wir nur dünn. Also Feld 8, Arbeitsbereich 1360. Fahrtposition, aktuelle Fahrtposition. Vorgewende hier, das berechnen, und dann sagen wir ihm, du fährst. Er hier muss gleich mal einen Kurs kriegen zum Wegbringen zur Brauerei. Jetzt muss ich mich mal orientieren, wie wir am besten fahren. Das ist ja auch ein Scheiß. So müssen wir ja eigentlich schon zwei Fahrer haben, wie das hier läuft. Dann wollen wir doch mal den Kurs eben einfahren, oder? Wie fährt er los? Raus. Geht's. Herum, 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 herum. Vor. Vor. So langsam füllt sich das hier. Jo. Wenn wir den Kurs eingefahren haben, dann war es das auch für heute. Im Endeffekt ist es egal, wo ich lang fahre, der Kurs ist eigentlich immer scheiße. Nein, scheiße ist er nicht. Ist nur schwierig teilweise. Aber nein, das macht nichts.
So, ich hoffe, dass es gleich egal ist, wie rum ich da bei der Brauerei reinfahre. Auf den Abladetrigger, das ist ja leider nicht immer egal. Ich hoffe, dass es da in dem Fall egal ist. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Aber das ist schön, dann können wir auf Feld 8 können wir Hopfen anbauen, können wir Weizen anbauen, können wir Gerste anbauen. Je nachdem, was wir hier in der Brauerei brauchen, wenn wir diesen Abfahrkurs einmal haben, dann ist das überhaupt kein Thema mehr. Ich fahre jetzt einfach von hier rum. Die Abkippstellen und dann geht es wieder zurück zum Feld 8. Notfalls nehme ich mir gleich noch einen zweiten Abfahrer ein und fertig. Die sich dann bestimmt hier ständig irgendwie bekriegen. Ja, wobei eigentlich dürfen sie nicht. Ja, der auf Feld 8 ist natürlich voll. Der Abfahrer, der Drescher, ist klar. Und es wird später und später. Wobei, ja, die Folge ist noch im Rahmen. Zeitlich. Das ist ja alles noch im grünen Bereich, sozusagen. Ach, komm hier rum. Gleich sind wir da. Gleich jetzt einfach mal stumpf hier so hin und sag ihm dann hier, das war's. Feld 8. Brauerei. So, er soll hier. Fahrer einstellen. Und sagt er im Moment noch kein Drescher in Reichweite. Den wird er aber jetzt finden. Dann wird er jetzt hinfahren. Ich weiß bloß nicht, ob er ihn da abtanken kann, weil es da dann doch etwas schräg sein könnte am Deich. Aber das sehen wir ja jetzt. Das beobachten wir mal. Wie das läuft.
Ah, nö, das geht. Da ist gar kein. Ist noch gar nicht der Deich. Eigentlich wäre hier ein Graben. Da wir aber ja ohne Gräben spielen. Haha. Ist hier kein Graben. Also, ich denke mal, aus bei der NF-Marsch mit Gräben, da tatsächlich ein Graben wäre. Aber hier nicht. Und daher. Funktioniert das hier jetzt gerade mal? Man eben machen könnte. Man könnte jetzt noch einen zweiten Abfahrer dazu stellen, der sich drum kümmert. Okay. Das ist leer. Sehr schön. 19% Weizen drin. Ja, alles gut. Funktioniert. Dann heißt es jetzt eigentlich. Dann den nächsten Drescher schon mal rausfahren. Aber das war's dann auch für heute. Das war's dann auch. Ganz knapp. So, wieso hat der Lexion jetzt durchdrehende Reifen? Wo hat er durchdrehende Reifen? Hat keine durchdrehenden Reifen mehr. Gut. Sehr schön. So, den fahren wir noch eben zum Händler. Verkaufen zumindest das alte Schneidwerk. Und dann war's das für heute. Mehr passiert hier dann nicht mehr. Wohl sagen. So, repariert. Dann kriegen wir mehr Geld dafür. Nein! Ich will doch nicht meinen Drescher verkaufen. Ich bin bescheuert. Ich will den Anhänger verkaufen. Und ich möchte das Schneidwerk verkaufen. So, mehr aber doch gar nicht. Und dann will ich doch nur noch gucken. Warum der jetzt schon wieder durchdrehende Reifen hat? Aha, okay. Und das war's schon. Na, das ist doch schön. Ja, hey. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr zugeguckt habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Kommentar, dann lasst mir ein Like, abonniert mich. Es würde mich alles tierisch freuen. Es würde mich auch. Es ist auch wichtig für mich. Also, naja, auch wenn euch was nicht gefallen hat, von mir aus, hinterlasst auch einen Kommentar, schreibt es hin. Ja, überhaupt kein Thema. Es ist alles interessant für mich. Auch negative Kritik. Ne? Nur so kann ich euch das liefern, was ihr gerne sehen wollt. Ja, in diesem Sinne, ne? Schaltet morgen wieder ein. Bei der nächsten Folge, Let's Play Alice 17, Nordfriesische Marsch. Und ich sag mal, ciao!